Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Es freut mich total, dass du eingeschaltet hast und mit mir heute für ungefähr eine halbe Stunde Yoga machen magst. Thema heute ist so ein bisschen Kräftigung, Core. Also es wird keine ganz sanfte Stunde, aber dafür, wie gesagt, nicht ganz so lang. Finde einen bequem aufrechten Sitz. Wir starten mit einer ganz kleinen Einstimmung. Schließ deine Augen und atme zwei, dreimal ganz, ganz tief ein und aus. Jeder Einatmung neue Energie auf. Und jede Ausatmung lass den Alltag los. Gerne mit so einem Seufzen hauchen nochmal ganz tief ein. Füll dich mit Raum und Luft. Und gib all den Stress des Alltags jetzt ab. Noch ein letztes Mal für dich. Und falls es irgendwelche Dinge gibt, die dich noch beschäftigen, Emotionen, die an dir anhaften, lass sie mit diesem Seufzen, Hauchen wirklich aus dir herausgleiten, um hier in diesem Moment anzukommen. Schick dann die Einatmung bewusst in den Bauchraum, in den unteren Rücken, spür, wie du hier weich wirst, weiter wirst. Und mit der Ausatmung lass die Beine noch schwerer werden, in deine Matte sinken. Schick an den Atem in den mittleren Rücken, spüre, wie die Rippenbögen nach oben und auseinanderziehen, durch hier weit wird. Und ausatmen, probier mal deine Hüfte noch mehr locker zu lassen. Atme dann ein in den oberen Rücken, spüre dein Brustbein nach vorne und hochziehen. Und ausatmen, entspann deine Schultern. Atme nochmal tief ein, die Kopfkrone schiebt zur Decke. Und ausatmen, entspann dich in diesen aufrechten Sitz. Atme ein und aus. In dein Sitzen als solches wahr und fange jetzt an, nochmal auf deine Atmung zu achten, ohne sie zu kontrollieren, einfach nur zu schauen. Wie lange atmest du ein und aus? Ist es gleichmäßig? Sind beide Ein- und Ausatemzüge gleich lang? Fühlt es sich rund an oder ist es irgendwo verspannt in deinem Körper? Und falls es so einen kleinen Körperteil gibt, der sich jetzt gerade nicht so ganz, ganz wohlig fühlt, dann atme da nochmal ganz gezielt ein. Schaff dir Raum, Weite, Weichheit, lenke die Energie durch die Bewusstheit in diesen Ort. Und mit der Ausatmung probier genau da noch mehr weicher und Entspannung reinzubringen. Mach das noch zwei, dreimal für dich. Und führe von hier die Händeflächen zusammen, Daumen an dein Brustbein gelehnt und setze dir deine Intention aus diesem Fühlen. Was tut dir jetzt gerade gut? Was brauchst du? Nochmal ganz tief ein und aus. Ein für ein gemeinsames sanftes Um. Die Hände in den Schoß sinken, glänze die Augen auf. Guck, dass du noch aufrecht sitzt, probier mal dein Brustbein noch weiter, einen halben Zentimeter weiter nach vorne und hoch zu schieben. Dann spürst du vielleicht, wie sich dein unterer, mittlerer Rücken aktiviert. Und aus dieser Länge ausatmen, Blick über die rechte Schulter. Ein zur Mitte und aus nach links. Ein zur Mitte und nach rechts. Noch hier in deinem eigenen Atemrhythmus und probier mit jeder Runde vielleicht einen Millimeter weiter in diese Seitblick zu gehen. Fühl du auch hier mit jeder Übung ein bisschen mehr Raum kriegst. Dann bleibe das nächste Mal mit dem Blick auf der rechten Seite und dann von hier lass einfach mal dein Kinn Richtung rechte Achselhöhle sinken. Du könntest jetzt die linken Fingerspitzen zur Matte nehmen und hier in die Matte reindrücken. Das möchtest du die Matte weg von dir schieben. Atme auch hier nochmal tief ein. Und aus, dann ganz langsam Kopf zurück, löse die linke Hand. In der Mitte ein- und ausatmen, Blick nach links. Bleibe hier mit der Ausatmung, Kinn Richtung linke Achselhöhle. Die rechten Fingerspitzen zur Matte, schieb die Hand weg und lass den Kopf einfach noch schräg vorne unten sinken. Nochmal tief ein. Und aus, und langsam auflösen. Gerne nochmal ausatmen, Kinn nach vorne geben.
Einatmen nach oben und aus nach hinten. Wenn du dich jetzt hier im Nacken rund fühlst, fang schon mal an, die Schultern mitzubewegen. Einatmen nach vorne und hoch. Aus nach hinten und runter. Ganz weite Bewegungen. Auch hier gerne eine Runde pro Atemzug. Ganz bewusst. Und wir wechseln die Richtung. Einatmen nach hinten und hoch. Aus nach vorne und runter. Noch zweimal. Auch hier, wenn es ein bisschen rumpelt, ist okay. Hauptsache, wir bleiben in der Bewegung. Zieh jetzt die Schulter mal ganz bewusst tief nach unten. Nimm die Hände gerne an die Seiten, drück die Handballen zum Boden und die Fingerspitzen hoch, wenn dein Brustbein nach vorne schiebt. Probier beim unteren Rücken nicht ins Hohlkreuz zu gehen, sondern den Bauchnabel sanft nach innen hochzuziehen. Ich weiß, viel auf einmal. Dehnung wollen wir jetzt hier längs über den Schulternackenbereich spüren. Schulter nach hinten, nochmal hoch, nach hinten runterrollen. Handballen zum Boden, Finger hoch, Bauchnabel nach innen hoch. Ziehen und die Spannung halten. Und trotzdem weiter atmen, nicht den Atem anhalten. Du kannst den Bauch aktiv halten und trotzdem weiter voll und kräftig atmen. Und lass die Schultern jetzt tief, bring aber die Handflächen zur Decke und fang an, die Arme auszustrecken auf Schulterhöhe, ungefähr. Und jetzt hier so kleine Fächer in der Bewegung nach hinten zu nehmen. Halte die Spannung im unteren Bauch. Wir wollen jetzt auch hier keinen Hohlrücken. Wir bleiben gerade und wollen eher in die Herz-Schulter-Öffnung gehen. Probier die Daumen nach hinten und runter zu nehmen. Den kleinen Finger eher ein bisschen weiter nach hoch und hier zu fächern. Noch drei Atemzüge. Gleich geschafft. Richtig schön in die Weite zu gehen. Das darf jetzt langsam anfangen, warm zu werden. Und dann nochmal, bleibe statisch. Zieh Einatmen, die Fingerspitzen auseinander. Mit der Außen probier die Daumen noch mehr nach hinten runter zu kippen. Noch zweimal. Einatmen, auseinander. Und nach hinten runter. Einatmen, zieh dich auseinander. Und nochmal nach hinten runter. Und dann von hier, lass die Schultern auch immer noch wie es sind, in die Hände nach oben. Und fang an, die Handgelenke aufzuwärmen. Hier einfach ein paar Mal kreisen. Und in die andere Richtung. Dann die Hände nach vorne, schüttel nochmal die Handgelenke aus, ganz locker. Und sind die Schultern wieder ab. Auch hier gerne nochmal auflockern. Und zieh die Schultern mal ganz fest hoch, machst du ein Zitronengesicht, ganz knautschig. Halt die Spannung und wieder abseits. Nochmal hoch, alles spannt an, zieh die Schultern hoch, knautsch dein Gesicht, oh, mit so einem, lass alles wieder los und jetzt spür mal in den Schulternackenbereich hinein. Guck, ob sich ein bisschen gelöst hat, ob du vielleicht schon eine Veränderung spürst. Und dann von hier, komm mit den Händen nach vorne in den Vierfüßlerstand. Streck gerne erstmal einen Fuß aus. Roll so ein bisschen über die Zehen. Wir haben jetzt ein paar Minuten gesessen. Meistens ist es ganz schön, um hier wieder lang zu werden. Und die andere Seite. Sehr schön. Dann im Vierfüßlerstand angekommen. Schultern, Hände unter den Schultern, Knie unter der Hüfte. Probier mal so eine Art Katze-Kur, aber nur im unteren Rücken. Schieb wirklich. Kannst mal eine Hand hier auf dein Sakralgelenk geben. Probier mal hier rund zu werden, aber im Oberkörper gar nicht so damit zu gehen, sondern die Bewegung jetzt erstmal nur im unteren Rücken zu halten. Nimm gerne eine Hand hier drauf, auf den Kreuzbein-Steißbein-Bereich und probier mal hier wirklich die Bewegung ausgehen zu lassen. Spür dein Becken kippt, dein Bauchnabel Richtung Oberschenkel geht und sich wieder davon entfernt. Wenn du das spürst, nimm gerne die Hand runter. Und probier jetzt hier immer noch nur in diesen ganz kleinen Bewegungen zu sein. Bauchnabel schiebt nach innen hoch und geht wieder weit weg von den Knien. Jetzt, wenn du es hier hast, probier jetzt den unteren Rücken mitzunehmen. Bewegung ein bisschen länger werden zu lassen. Erst im unteren Rücken holen und rund zu werden und das dann auf dem mittleren Rücken weitergehen zu lassen.
Für die Muskulatur im mittleren Teil jetzt mitarbeiten und fühl diese Art von Welle durch dich hindurchgehen. Spüre ich dich, wie der Bauch mitarbeitet, kannst du den Bauch ganz kräftig hochziehen und so noch mehr Rundung schaffen. Wenn du auch hier das Gefühl hast, probier jetzt bewusst noch den Oberkörper mitzunehmen. Heißt, die Bewegung geht vom unteren Rücken in den mittleren Rücken und jetzt ganz hoch. Kannst du es verstärken, indem du die Hände wegschiebst von der Matte. Und wenn du langsam rund wirst, die Hände zu den Knien zu schieben. Also noch einmal unteren Rücken, rund, mittleren Rücken. Schultern ziehen auseinander, Hände drücken in die Matte, schieben weg. Und los, langsam auf, löst den Druck in den Händen. Lass dein Herz zum Boden schmelzen, den mittleren Rücken, den Bauch. Und jetzt das gleiche nochmal mit dem Kopf dazu. Unterer Rücken wird hoch. Mittlerer Rücken, Schultern auseinander. Jetzt bring dein Kinn zum Brustbein. Schieb die Hände weg. Spüre diese komplette Rundung und löse sie da auf. Wie eine Welle. Das noch dreimal in deinem eigenen Rücken. Dann kommen in eine neutrale Position. Von hier mit der Rundung möchten wir nach hinten in so eine aktive Kindeshaltung gehen. Atme hier nochmal an. Und dann langsam komm rund wieder nach oben. Werde ein bisschen hoch, stell die Fußzehen auf und komme den Herabschauen an. Und hier lauf so ein bisschen auf der Stelle hoch und runter. Fersen von links nach rechts, Gesäß bewegt sich mit. Lass auch hier den Körper langsam sich aufwärmen. Hier ist immer ganz schön zum Anfang noch so ein Side-Stretch. Nimm mal beide Füße, Fußzehen jetzt nach rechts. Bleib mit dem Oberkörper gerade, sodass jetzt die obere Seite gedehnt wird. Noch ein Atemzug hier. Langsam zurück, dreh dich die Füße zur anderen Seite, spüre dich hier jetzt wieder die obere Seite lang. Dann langsam zurück in den herabschauenden Rumpf. Beuge ein bisschen die Knie und probier jetzt auch hier diese kleine Wellenbewegung von Katsuko im herabschauenden Rumpf. Probier dein Herz noch mehr zum Boden schmelzen zu lassen, ausatmen, ein bisschen rund zu werden. Komm nochmal mit den Fersen ganz hoch. Und jetzt in der runden Bewegung wollen wir in die hohe Planke, die Brettposition. Beugt die Beinfersen hoch, unterer Rücken gerundet, mittlerer Rücken. Wie ich kommt langsam auf die Hände und in so eine hohe Planke. Hier probieren nochmal so ganz kleine Bewegungen zu machen. Bisschen in den hohen Rücken. Hohe Rücken rund. Und dann langsam zurück in den herabschauenden. Und hier einatmen, nochmal Knie zum Boden, leichter Hohlrücken. Und wieder wie eine Welle nach hinten in die aktive Kindeshaltung. Nimm hier eine Zwischenatmung. Dann mit den Fingerspitzen nach vorne und lass los. Dann lass die Hände am Boden geerdet. Probier so ein bisschen mit einem Hohlrücken nach oben in den Vierfüßlerstand wieder rund zu werden und von hier nochmal in den herabschauenden Hund. Spür, wie dich dieser verändert, Runde für Runde. Und dann nochmal Knie beugen, Herz schmelzen lassen zur Matte. Komm dann langsam wieder in die hohe Plankenposition und langsam kontrolliert Richtung Bodenlage ablegen. Ein zu Cobra und löse deine Handflächen. Nimm jetzt die Hände, ich zeige es euch mal, neben dem Körper, ungefähr wie die Kaktusarmstellung. Schieb die Ellenbogen nach hinten zusammen und lass den Oberkörper jetzt aber weg. Bleib in deiner Cobra, Ellenbogen weg vom Boden und probier die Schulterblätter zu integrieren, so ein bisschen die Arme nach hinten und zusammenzuschieben.
Drück die Fußrücken auf den kleinen Fuß, die links und rechts in die Matte. Probier den Oberkörper hochzuheben, dein Herz zu öffnen und bleib hier in dieser Kräftigung. 3, 2 und 1. Langsam wieder Hände abstellen. Tief ein und aus. Dann stell die Füße auf, aktiviere deinen Bauch, zieh die Fersen nach hinten und von hier in die Plankenposition und ausatmen in deinen herabschauenden Hund. Von hier nochmal Knie beugen, probiere den unteren Rücken noch weicher werden zu lassen, mittleren Rücken zwischen den Schulterblättern zu schmelzen. Und dann nochmal unteren Rücken rund, mittleren Rücken, ich lasse ihn dann nach vorne auf die Planke. Und langsam in einer Linie ablegen. Von hier mit dem Brustkorb an. Löse nochmal deine Hände. Und löse jetzt nochmal deine Beine. Und halte. Probier die Füße relativ nah zusammenzulassen. Spür, wie dein Körper hier arbeiten darf. Noch 3. Gleich geschafft. 2. Und 1. Leg den Fuß, den jetzt aufgestellt wird, zur Matte, Hände zum Boden. Und von hier drück dich ein bisschen vom Boden hoch und stell dir vor, du möchtest in den heraufschauenden Hund, also so ein bisschen Energie nach vorne, rolle bei deinen Fußzehen. Und jetzt probiere ich hier nochmal die Schultern so ein bisschen zu mobilisieren, zu rollen, dein Brustbein nach vorne und hochzuschieben. Ausatmen, roll über deine Fußzehen in den herabschauenden Hund. Einmal tief ein- und aus. Dann langsam beugt die Beine und nochmal in dieser Rundung in die Planke. Halb runter und über die Fußzehen rollen in den heraufschauenden. Langsam Knie zum Boden ablegen und komm sanft von hier auf den Unterarmstütz. Erstmal in die Kurve, in die Sphinx. Komm hier an, guck, ob das für den unteren Rücken in Ordnung ist. Stell gerne nochmal den linken Fuß auf. Die linke Ferse, das linke Bein lang nach hinten und dann den Fußrücken wieder abzulegen. Stell den rechten Fuß auf, rechtes Bein, rechter Fußrücken lang nach hinten. Schaff immer so ein bisschen schöneren Platz für den unteren Rücken. Von hier in die Hände mattenbreit, ein bisschen breiter, ein bisschen mehr nach vorne, dass du auch hier in der Rückbeuge kommen kannst, die Arme streckst. Von hier leichte Rotation, ausatmen, Blick nach rechts, linker Ellenbogen vor. Einatmen zur Mitte und aus nach links. Ein zur Mitte, heb dein Herz und aus, leg nach rechts über die Schulter. Einatmen zur Mitte und aus nach links. Ich liebe diese Übung, weil wir einmal eine Rückbeuge drin haben, ein bisschen die Kompression. Gleichzeitig aber auch Rotation für unsere Wirbelsäule. Und wenn du das lang genug übst und so noch nicht so viel Kraft hast, wirst du es auch ein bisschen in deiner Schultermuskulatur spüren. Mache noch 3-mal jede Seite. Wenn du kannst, kannst du gerne mit den Händen ein bisschen heranlaufen. Die Fußzehen zusammenlassen. Wenn das für den unteren Rücken zu viel ist, gerne auch die Beine matt bereiten. Noch ein letztes Mal gleich links und rechts. Der Arm über dessen Seite wir blicken, möglichst gestreckt. Der andere Ellenbogen, der entgegengesetzte, darf beugen. Und zurück auf die Unterarme. Von hier stell die Fußzehen nochmal auf und heb einfach den Bauchnabel nach innen hoch, sodass der Oberkörper jetzt abhebt. Und wir halten hier. Den Bauchnabel nach innen hoch, streck die Fersen nach hinten, spür die Kraft in den Schultern. Und jetzt immer abwechseln, ein Bein nach dem anderen abheben. Noch 3, 2 gleich geschafft. Und letztes Mal links, rechts und zurück mit auf die Bauchlage in die Sphinx, kurz entspannen. Kannst das Gesäß ein bisschen von links nach rechts schütteln, was immer du jetzt brauchst.
Dann leg den Brustkorb ein bisschen runter, löse nochmal die Arme, wie in der Kobra. Hände weg vom Boden, bring die Beine hoch, stell die Fußzehen jetzt auf und du weißt, was kommt. Atme nochmal ein, spann den Körper dann an und drück dich in die Planke nach oben. Ausatmen, Head of Shadow. Von hier roll dich dann möglichst rund in einer Welle Richtung Planke. Und gehe halbe runter und einatmen in den heraufschauenden Hund. Von hier probier jetzt mal dein rechtes Bein zu lösen, zu pointen, das Fuß nach hinten zu strecken. Und ausatmen von hier in den dreibeinigen Hund, Kinn zum Brustbein zu ziehen. Einatmen, rechtes Bein streckt lang nach oben. Und ausatmen, setzt den rechten Fuß zwischen die Hände, legt den hinteres Knie ab. Einatmen, leichte Rückbeuge, hier gerne in die Kaktusarme, Hüfte sinkt nach vorne und runter. Noch drei Atemzüge. Den Brustbein nach vorne und hoch, die Hüfte sinkt tief. Und geh auch hier in die Halte durch den Atem. Langsam wieder Handflächen zum Boden geben. Zurück in die Brettposition. Nach unten zum Boden absinken. Einatmen, Cobra. Ausatmen, Gesäß zu den Fersen, in den herabschauenden Hund. Drei Atemzüge. Von hier mach dich bereit, wieder mit einer Welle vom unteren Rücken nach oben ausgehen, in diese hohe Planke. Halb runter und in den heraufschauenden Hund. Linkes Bein streckt, linke Fuß den Pointen, halte hier und aushalte Knie zur Brust, während du in diesen dreibeinigen herabschauenden Hund gehst. Einatmen, linken Fuß streckt lang und ausatmen, setz den linken Fuß nach vorne zwischen deine Hände, hinteres Knie zum Boden, atme ein, die Hände nach hinten und hoch in die Rückbeuge. Hüfte sinkt, tief Herzraum öffnet, noch drei. Zwei Atemzüge hier, genieße. Und dann ganz langsam die Handflächen zurück zum Boden und kontrolliert auf deine Weise zum Boden ablegen. Den rechten Arm jetzt parallel zum unteren Mattenrand, zum kurzen. Rotiere so ein bisschen nach links und greif dann mit der linken Hand den linken Fußrücken. Und fang auch hier nochmal an, Bein Vorderseite zu dehnen. Zwei Atemzüge hier. Und dann langsam löse. Rolle ich ein Stückchen weiter auf die rechte Körperseite. Mit den rechten Fußrücken zum Boden und komm von hier in den Unterarmstütz. Und das Bein jetzt hier gerne in so einer Art Baumposition, den linken Arm hoch und wir halten. Und drück dich jetzt die Hüfte von hier weg vom Boden. Du bist hier so eine Art Banane haben, dass du wirklich die seitliche Bauchmuskulatur hier strukturiert und arbeiten siehst. Noch zwei, gleich geschafft. Und dann langsam kontrolliert wieder zurück in die Sphinx-Position. Eine Zwischenatmung hier. Langsam linkeren unteren Arm zum kurzen Mattenrand. Dreh dich ein bisschen nach links, greif mit der rechten Hand den rechten Fußrücken. Und bring dann den Fuß so nah zum Gesäß, bis du hier wieder anfängst, Dehnung zu spüren. Drei Atemzüge hier. Langsam lösen. Dreh dich weiter nach links. Komm auch hier in die Seitposition. Gesäß zieht ganz weit hoch. Hier richtig, richtig hoch weg von der Matte. Rechtes Bein der Max in den halben Baum. Und der rechte Arm streckt für 5, 4, 3, 2. Und langsam wieder kontrolliert zurück. Sphinx-Position.
Hände ein bisschen näher ran, komm, einatmen, Kobra. Und ausatmen, zurück in den herabschauenden Hund. Von hier nochmal rund werden, wie eine Welle in die hohe Blank. Lass die Fußzehen aufgestellt, komm halb runter und einatmen in die heraufschauende Hund. Rechtes Bein streckt nach hinten aus, atmen Knie zur Brust. Und einatmen, streck lang nach oben. Ausatmen, Fuß nach vorne, einatmen jetzt in High Lunge. Nimm die Hände in Kaktus, in Garuda-Arme. Und komm von hier, eine leichte Rückbeuge. Gut, ein hinteres Bein so gestreckt wie möglich, seitlich linken Hüftknochen zieht zum rechten Knie. Und dann wieder lösen, Handflächen zum Boden. Komplett nach unten. Einatmen, Cobra. Ausatmen, herabschauender. Zweite Seite, die eine Welle wieder nach vorne. Und die Füße sind aufgestellt, komm halb runter und einatmen, herabschauender. Linkes Bein löst, ausatmen, Knie zur Brust, während wir den herabschauenden kommen. Einatmen, streck das Bein lang aus und ausatmen, linken Fuß nach vorne zwischen deine Füße. Einatmen, komm in den High Lunge, also Arme, zweite Seite und direkt in die Rückbeuge hier. Einatmen, Zug und dann ganz langsam lösen. Handflächen wieder zurück zum Boden. Und von hier über die Knie ablegen. Breit wie die Matte. So eine ganz weite Kindesposition. Die Hände nach vorne gehen und leg dich jetzt zum Boden. Und dann mit den Händen dann nochmal Richtung die rechten Mattenrand, die linke über die rechte, dass die linke Flanke gedehnt wird. Und zurück nach links. Rechte Flanke öffnen. Hüfte öffnet. Zurück zur Mitte. Nochmal einatmen, mach dich lang. Und ausatmen, schmelze. Und dann roll dich langsam von hier nach oben zum Sitzen auf. Dich neben deine Füße, bring die Beine nach vorne. Nimm den Fußzehen zu dir heran. Bleibe entweder hier oder löst die Füße vom Boden. Wer mag, kann die Beine auch strecken. Halte für 5, 4, 3, gleich geschafft, lächeln, Kiefer locker und dann ganz langsam so ein halbes Boot. Halte hier für 5, 4, 3, 2 und langsam ablegen und tief ein und aus. Wer mag, streckt jetzt nochmal alle Viere zur Luft, die Füße, die Hände, lockert hier nochmal Fuß und Handgelenke aus. Schüttel nochmal ganz schnell alles. Und wer mag, fühlt jetzt mal selbstständig in sich rein, welche letzte Haltung er sich wünscht. Immer schön zum Abschluss, Happy Baby. Vielleicht steht ja aber auch eher, dass ihr nochmal nach einem Twist deiner Wahl. Lass jetzt noch ein paar Atemzüge, genau das zu machen, was sich dein Körper jetzt gerade zum Abschluss wünscht. Wenn du zweiseitig übst, dann mach jetzt nochmal die zweite Seite. Letzten drei Atemzüge. Und wenn du soweit bist, dann komm in deine Rückenlage. Streck einmal nach dem anderen aus. Und dann geh nochmal mit deinen Händen in den Nacken. Mit dem Kopf so ein bisschen hoch. Und streich den Nacken lange aus. Und dann zieh wirklich den Hinterkopf weg vom Oberkörper. Und leg den Hinterkopf so ganz, ganz flächig zum Boden ab. Und die Arme an die Seiten und probierst die Fingerspitzen wie am Anfang mal auseinanderzuziehen. Oberarm nach außen zu rotieren und aus dieser Länge jetzt die Arme abzulegen. Mach das gleiche am rechten Fuß. Rechte Pobacke hier durch. Schieb das Bein ganz weit nach vorne, rotiere die Hüfte nach außen, schieb das Bein weg. Und dann leg den Fuß ab, das komplette rechte Bein ab. Den linken Fuß, linkes Bein an, linke Po weg vom Boden. Schieb in die Länge, rotiere die Hüfte nach außen, schieb das Fuß weg und dann lege langsam Bein und linken Fuß an. Atme nochmal ganz tief ein. Und
lösen aus. Nochmal tief ein. Und entspann hier. Genieße jetzt noch für mal einen ganz, ganz kleinen Augenblick die Früchte deiner Praxis. Wie fühlen sich die Füße und deine Beine jetzt an? Deine Hüfte und dein Becken? Wie liegt dein Oberkörper jetzt gerade am Boden auf? Spann noch mal bewusst die Schultern, den Nacken, Arme und Hände bis in die Fingerspitzen hinein. Gesichtsmuskeln werden weicher und weicher. Lass alles los. Kiefer entspannt. Die Stirn. Du kannst gerne hier einfach liegen bleiben oder die Atmung vertiefen. Ganz am Anfang Hände und Füße wieder zu bewegen. Vielleicht nochmal die Länge zu strecken, zu regeln. Dann schau auch hier, brauchst du Bewegung oder vielleicht die Knie in die Brust zu ziehen oder dich einfach auf eine Lieblingsseite nochmal einzukuscheln. Die Augen gerne geschlossen, bleib ganz in dir ruhen. Während du dann von hier nochmal in deinem Tempo den Weg nach oben zum Sitzen findest. Für die letzte Minute gönn dir auch hier diesen Moment des Nachspürens. Probier nochmal innerlich durch die Atmung und Bewusstheit die Wirbelsäule aufzurichten, mit jeder Einatmung zu wachsen. Und mit jeder Ausatmung noch mehr loszulassen, die Erdung in dir zu finden. Nimm wahr, wie sich dein Körper jetzt gerade anfühlt. Die Qualität deiner Atmung. Wie es dir jetzt in diesem Augenblick geht. Und dann nimm gern nochmal die Hände vor dein Herz. Dass du dir eine Intention gesetzt hast, dann guck, ob sie noch passt und sie dir weiter in dir tragen möchtest oder sie hier wieder verabschiedest. Und bedanke dich danach direkt bei dir selbst, dass du die Zeit gefunden hast, diese 30 Minuten gemeinsam zu üben. Und schenke dir dafür ein ganz riesengroßes, herzliches Lächeln. Dann bedanke ich mich auch meinerseits, dass du zugeschaut hast. Hoffe, dir geht's gut und wünsche dir noch einen wundervollen restlichen Tag. Namaste.